Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, guten Morgen, liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, das Wahlergebnis für die Linke am 4. September mit 13,2% ist das schlechteste Wahlergebnis, das die Linke seit 1990 eingefahren hat in Mecklenburg-Vorpommern. Auch der Verlust der Oberbürgermeisterin, unserer Genossin Angelika Grampo in Schwerin, ist für uns bitter. Das können wir und auch das dürfen wir nicht leugnen. Das schmerzt uns alle und es sitzt noch richtig tief. Heute werden wir über die Ursachen und die Gründe diskutieren und ich freue mich sehr, dass so viele Genossinnen und Genossen, die nicht Delegierte des Parteitages sind, heute den Weg nach Güstrow gefunden haben, um das gemeinsam mit uns zu tun. Dass es auch anders geht, das haben die Genossinnen und Genossen am vergangenen Wochenende in Berlin gezeigt. Deshalb glaube ich von hier aus einen herzlichen Gruß an die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, an die Genossinnen und Genossen in Berlin, die gezeigt haben, dass man auch in solchen Zeiten, in denen wir Wahlkampf zu machen haben, auch Erfolge erreichen kann. Und ich wünsche und wir wünschen den Genossinnen und Genossen, dass sie mit diesem Wahlergebnis in Berlin für die Bürgerinnen und Bürger das Beste erreichen. Aber nun zurück zu uns. Beginnen möchte ich auch mit einem Dank an die Genossinnen und Genossen, die in den letzten Tagen und Wochen vor dem Wahlkampf unermüdlich engagiert und unter schwierigsten Bedingungen diesen Wahlkampf gestaltet haben. Wir alle haben gemerkt während des Wahlkampfs, dass dieser nicht leicht für uns werden wird. Ganz besonderen Dank aber an die Kandidatinnen und Kandidaten, vor allem an die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten, die nicht aussichtsreich auf der Liste platziert waren, um einen Sitz im Landtag zu erreichen, dafür, dass sie trotzdem Tag für Tag immer auf der Straße ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger gewesen sind, dass sie sich in diesen Wahlkampf in einer Weise eingebracht haben, ohne selbst Aussicht auf einen Sitz im Landtag zu haben. Sie alle waren voller Kraft mit uns gemeinsam auf der Straße und haben für unser Wahlergebnis gekämpft. Auch dafür dürft ihr klatschen, wenn ihr wollt. Liebe Genossinnen und Genossen, so wie wir alle hier sitzen und auch die Genossinnen und Genossen, die zu Hause sind und nicht am Parteitag teilnehmen können, haben wir uns in den vergangenen 3 Wochen Gedanken gemacht, ja fast den Kopf zermartert, was da so schiefgelaufen sein kann. Der Landesvorstand erwartet deshalb heute auch eine sehr offene, eine sehr intensive Debatte über die Gründe und Ursachen dieses Wahldebakels. Einige wenige Genossinnen und Genossen haben uns in den letzten Tagen auch schon Gedanken schriftlich mitgeteilt, die waren zum großen Teil auch nicht erfreulich. Ich jedenfalls habe alle diese Zuschriften gelesen, habe sie auch durchaus selbstkritisch gelesen und bin zum Teil der Auffassung, dass das, was geschrieben wurde, durchaus richtig ist, einiges allerdings auch nicht. Ich kann euch heute versichern, auch im Landesvorstand haben wir gestern Abend diese kritischen Meinungsäußerungen, die uns bisher erreicht haben, behandelt und diskutiert. Einen Teil dieser Feststellung teilen wir, einiges eben aber auch nicht. Aber jeder und jede von uns hat das Recht, sich einzubringen und nach dem Weg zu suchen, wie wir aus dieser Krise herauskommen, sich an der Analyse zu beteiligen und nicht nur das Recht, sondern auch die Mitverantwortung. Entweder wir gewinnen Wahlen gemeinsam oder wir verlieren sie eben auch gemeinsam. Ich möchte daran erinnern, dass der alte Landesvorstand bereits am 17.01.2015 die Vertreterversammlung für den Januar 2016 einberufen hat. Wir hatten damals beschlossen, dass wir in einem sehr parteioffenen Prozess die gesamte Partei einbeziehen wollen in die Vorbereitung der Landtagswahlen. Wir haben uns eine Wahlkampfstrategie gegeben, in der wir die Ziele für die Partei und den Weg dahin beschrieben haben. Im November des letzten Jahres auf dem Parteitag in Pasewalk haben wir diese Strategie dann nach breiter Diskussion in der Partei den Gremien vorgelegt und mit ganz großer Mehrheit beschlossen. Wir haben diese Strategie unter dem Motto 10 Jahre große Koalition sind genug erarbeitet und einen neuen Landesvorstand gewählt, der eine intensive personelle Verjüngungskur erfahren hat. Wir wollten mit dem vollzogenen Generationswechsel im Vorstand ein neues, junges Bild der Partei zeichnen, das zugleich Aufbruch und Zukunft für die Linke in Mecklenburg-Vorpommern signalisieren sollte. Wir haben Eckpunkte für die Erarbeitung des Wahlprogramms im Januar 2016 auf den Weg gebracht
und auf dieser Basis nicht nur eine intensive Diskussion und um die besten programmatischen Politikangebote in der Partei entfacht, sondern sind mit diesen Eckpunkten in Vereine, in Verbände, in Kammern und auch in Gesprächsgruppen mit der Bevölkerung gegangen. All diese Anregungen, Meinungen und Hinweise wurden aufgenommen und sind zum großen Teil in unser Wahlprogramm eingeflossen. In all diesen Gesprächsrunden ging es immer und ganz klar um die Entwicklungspotenziale in unserem Bundesland, ging es immer um die Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns. War das vielleicht schon der erste Fehler, den wir begangen haben? Haben wir uns zu früh auf den Weg gemacht? Ich sage nein. Denn die Auswertung der Kommunalwahlen im Jahre 2014 hatten als eine Schlussfolgerung gezeigt, dass wir bei so wichtigen Entscheidungen mehr Zeit brauchen, um die gesamte Partei in die Diskussion einbeziehen zu können. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass auf der Januarklausur in der Landtagsfraktion 2015 sogar einige Genossinnen und Genossen davor gewarnt hätten, dass wir schon viel zu spät seien mit den Vorbereitungen dieser Landtagswahl. Schließlich hatten wir uns vorgenommen, auch außerhalb der Partei mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen über die Frage, wie sie sich die Zukunft ihres Landes selbst vorstellen. Wir hatten uns vorgenommen, nicht über die Köpfe der Menschen hinweg Politik zu machen, sondern mit ihnen gemeinsam und auf Augenhöhe. All das fand in unzähligen thematischen Konferenzen, in Diskussionsforen und in Gesprächen mit Aktiven aus der Gesellschaft statt. Ich erinnere nur an die Kinderarmutskampagne Ene Mene Mu und Raus bist du oder an das Forum zur Zukunft regenerativer Energiegewinnung in Mecklenburg-Vorpommern. Zu fast jedem Thema haben wir an vielen Wochenenden diskutiert. Wir haben in der Bundeskampagne Das muss drin sein, die parallel zur Wahlvorbereitung bei uns in den Kreisen Durchführung fand und hier auch schon frühzeitig auf die neue Art des Bürgerdialogs unserer Partei hinweisen sollte, durchgeführt. Wir haben genau ein Jahr vor der Wahl unser Wahlkampfmotto und unseren Spitzenkandidaten in Rostock der Öffentlichkeit präsentiert. Wir waren in allem die Ersten. Und wir wurden kopiert. Von anderen. Leider auch von der NPD. Gute Ideen werden aber immer kopiert, sonst wären sie keine guten Ideen. Fast alle Parteien sind aufgesprungen auf unser Motto in irgendwie abgewandelter Form. Wenn man also nicht riskieren will, kopiert zu werden, dann muss man dafür sorgen, dass man der Letzte ist. Dann kann man sich abgrenzen von anderen. Und wenn uns zwei Genossen vorwerfen, dass wir mit falschen Parolen Wahlkampf gemacht hätten und uns damit bewusst in die Nähe der NPD rücken, dann hat das für mich nichts mehr mit fairer Wahlauswertung zu tun. Dann ist das reine Stimmungsmache. Und es ist schlimm, wenn es Genossinnen und Genossen aus unserer Partei gibt. Vor allem, wenn diese Meinung parallel zu den Parteigremien an die Öffentlichkeit geht, statt sich heute hier der Diskussion zu stellen und mit uns gemeinsam zu streiten. Liebe Genossinnen und Genossen, all unsere Entscheidungen haben wir vorher breit in der Partei zur Diskussion gestellt. Haben sie auf unseren Parteitagen mit übergroßen Mehrheiten beschlossen, das Motto der Kampagne, die Kampagne selbst, die Kandidatinnen und Kandidaten, unser Wahlprogramm und auch unsere 15 Zukunftsprojekte. Wir haben schon ab Juni letzten Jahres mit den Kreisen Plakate, Zeitungen, Ringbücher, also alles Wahlmaterial abgefragt und genau diesen Wünschen entsprechend rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Ja klar, es kamen auch andere Vorschläge, die keinen Einklang in die Kampagne gefunden haben. Jeder von uns konnte sich beteiligen, aber alles wurde zur Abstimmung gestellt. Am Ende haben wir uns aber gemeinsam und mit großer Mehrheit für diese Kampagne entschieden. Ja klar, diejenigen von uns, die sich damals Gedanken gemacht haben und mit ihren Vorschlägen sich nicht durchsetzen konnten, die dürfen uns heute kritisieren und das müssen wir auch aushalten. Vielleicht wären wir damit ja auch erfolgreicher gewesen, vielleicht aber auch nicht. Einzelne Kreise haben ja auch teilweise versucht, mit eigenen Produkten an den Start zu gehen. Aber haben sie damit bessere Wahlergebnisse erreicht? Denn das ist die Messlatte bei der Beurteilung, die angelegt werden muss. Was haben wir erreicht? Womit? Und damit komme ich zu den Ergebnissen. Die Linke hat am 4. September 106.259 Zweitstimmen erzielt. Das sind 19.269 Stimmen weniger als 2011. Wir haben ca. 16.000 Stimmen an die AfD, 3.000 Stimmen an die SPD, 1.000 Stimmen an die NPD verloren und 7.000 Wählerinnen und Wähler, die uns 2011 noch gewählt haben, sind verstorben. Wir haben 1.000 Stimmen von den Grünen erhalten, 3.000 Stimmen von den Zugezogenen nach Mecklenburg-Vorpommern und 9.000 Stimmen aus dem Lager der Nichtwählerinnen und Nichtwähler.
So analysiert das jedenfalls Infratest-DiMa in der Wählerbarometer. Wenn diese Zahlen in etwas stimmen, dann ist es in der Tat so, dass wir Protestwähler bei dieser Wahl nicht mehr erreicht haben wie früher. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum war das so? Protestwähler sind vor allem deshalb Protestwähler, weil sie nicht programmatisch wählen, sondern die Partei, die am meisten Protestpotenzial ausstrahlt. Das waren wir dieses Jahr offensichtlich nicht. Zum einen, weil unser Programm für die Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern als sozial gerechtere, demokratische und vor allem zukunftsfähigere Gesellschaft beschrieben wurde. Zum anderen haben wir uns klar für Solidarität mit den Geflüchteten und deren Integration in unsere Gesellschaft festgelegt und uns für die Bekämpfung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern ausgesprochen. Diese Position haben viele Wählerinnen und Wähler, die uns früher gewählt haben, nicht mehr geteilt. Wir haben in dem Wahlkampf oft den Satz zu hören bekommen, früher habe ich euch gewählt, aber eure Flüchtlingsposition teile ich nicht. Deshalb bekommt ihr meine Stimme dieses Mal nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, hätten wir diese Position aufgegeben, dann hätten wir diese 16.000 Stimmen vielleicht bekommen. Aber ich sage euch, dann hätten wir viele tausend andere Stimmen verloren, nämlich diejenigen, die uns wegen der konsequenten Haltung zur Integration von Geflüchteten wirklich gewählt haben. Vor allem Jung- und Erstwähler, also die 18- bis 24-Jährigen, sind mit 15% von unseren 13,2% überproportional beteiligt. Auf diese Stimmen hätten wir riskiert. Andere Parteien, die während des Wahlkampfs umgeschwenkt sind und über Obergrenzen oder Ähnliches schwadroniert haben, haben deshalb ihren eigenen Absturz auch nicht verhindern können. Das hat am Ende nur der AfD als Original gegen Ausländer geholfen. Die Erst- und Jungwähler können und müssen unser zukünftiges Stammwählerpotenzial werden. Das aber nur, wenn wir bei unserer Position zur Flüchtlingsfrage bleiben. Uns wählen überdurchschnittlich Menschen mit höherer und mittlerer Bildung. Nicht nur deshalb war und ist uns die Verbesserung der Bildungschancen kostenfrei in unserem Programm so wichtig gewesen. Nur wenn alle jungen Menschen ein Recht auf lebenslange Bildung für sich selbst nutzen können, auch in Mecklenburg-Vorpommern, dann werden sie den billigen Parolen der AfD und der NPD nicht mehr auf den Leim gehen. Drei weitere Zahlen noch. 64% unserer Wählerinnen und Wähler haben uns aus Überzeugung gewählt und ca. 30% aus Enttäuschung der Politik der Großen Koalition in Bund und Land. Und davon 67% wegen unserer Sachlösung. Wollen wir diese Menschen wirklich enttäuschen? Das können wir nicht wollen. Diese absoluten Zahlen addiert haben uns 13,2% real gebracht. Was schlussfolgern wir daraus und warum hat es für uns nicht mehr gereicht? Hat die klare Aussage, dass wir unsere Ziele auch in Regierungsverantwortung umsetzen wollen, geschadet, wie einige Genossinnen und Genossen von uns vermuten? Haben sich so viele von uns in der Zielstellung unserer Strategie geirrt? Nein, auch das haben sie nicht. Denn wir haben immer auch gesagt, dass wir nicht nur so regieren wollen wegen der Ministerämter. Wenn es sich für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wirklich lohnt, dann wollen wir, wenn das Wahlergebnis dieses uns ermöglicht, diese Möglichkeit prüfen und für die Menschen in einer Regierung umsetzen. Das war der wichtige Satz für uns bei einer solchen Aussage. Rein rechnerisch wissen wir, hätte unser Wahlergebnis eine Koalition aus SPD und Linke ermöglicht. Das allein war aber eben nicht das Kriterium für uns. Wir haben in den Sondierungsgesprächen mit der SPD unsere 15 Zukunftsprojekte mitgenommen, so wie wir das alle miteinander vereinbart hatten. Und das war der SPD zu teuer. In ihrer Politik für das Land hätten sie dazu viel zu weit nach links rücken müssen. Dazu waren sie ebenfalls nicht bereit. Der NDR hat unsere Sondierung als forsch bezeichnet. Liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, das war ein Lob. Die SPD hat sich lieber den willfährigen Partner CDU genommen, der keine Forderungen stellt und einfach nur weiter mitregieren wollte. Ein Partner, der in den vergangenen Jahren unter eigener Verantwortung über 1000 Stellen in der Polizei gestrichen hat, um jetzt wieder 555 neue Stellen einzurichten. Und ob es denn eventuell so kommt, das wird die Zeit zeigen. Herr Sellering sagt ja schon mal, das ist eine Schnapszahl. Das ist Programm von SPD und CDU. Das sind Ihre Vorstellungen von Zukunft im Land. Das wäre mit uns natürlich nicht gegangen. Liebe Genossinnen und Genossen, was will ich damit sagen? Bei allem Schmerz über unser schlechtes Abschneiden bei der Wahl hätten wir doch nicht vor lauter Demut auf die Prüfung der programmatischen Ernsthaftigkeit der SPD verzichten dürfen.
Nur so können wir doch beweisen, dass die SPD keinen ernsthaften Willen zur eigenen Erneuerung hat. Nur so können wir sie doch überführen darin, dass sie den Warnschuss vieler verärgerter Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl nicht verstanden hat. Es wird nicht viel übrig bleiben von den Wahlversprechen eines Erwin Sellering. Diese alte neue Regierung ist eine Reise in die Vergangenheit. Sie ist kein Aufbruch, keine Zukunftsvision für Mecklenburg-Vorpommern. Wenn beide Spitzen von SPD und CDU, die auch im Bund miteinander regieren, ihre eigene Bundesregierung und ihre gemeinsam getragene Kanzlerin Merkel im Wahlkampf beschuldigen, für die Probleme im Land verantwortlich zu sein, dann kann man sich halbwegs ihr eigenes schlechtes Ergebnis erklären, wenn es auch für eine Regierung wieder gereicht hat. Das sollte lediglich ablenken vom eigenen Versagen, unser Land wirklich zukunftsfest zu machen. Also reines Wahlmanöver von SPD und CDU. Bei naher Betrachtung haben sie genau wie wir viele Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren. Nur in den letzten Tagen haben dann einige taktisch gewählt, was sie kennen, aus Angst, dass man bei den steigenden Prognosen für die AfD eine Regierung bekommen könnte, die man vielleicht gar nicht will. Die alte, neue Regierung ist das geringere Übel, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist aber auch klar, dass wir einige Gründe für die Wahlniederlage nicht beeinflussen konnten, andere aber schon. Die Wählerinnen und Wähler haben das nachvollzogen, was in anderen Bundesländern bereits stattgefunden hat. Mit dem Einzug der AfD in den Landtag vollzieht sich eine Umwälzung des Parteiensystems auch in unserem Land. Mit Ausnahme von Thüringen und Berlin hat die Linke in den ostdeutschen Ländern bei den letzten Wahlen überall verloren. Gerade mit Sachsen-Anhalt ist die Situation vergleichbar. Beide Wahlen fanden unter dem gleichen bundespolitischen Eindruck statt. Der Abstand zwischen AfD und Linken beträgt in beiden Fällen 8%. Das Ergebnis ist aber nicht nur für die Linke in Mecklenburg-Vorpommern eine Niederlage, sondern für die linke Wählerin. Die Veränderung unserer Wählerbasis in Ostdeutschland, aber auch der verpasste Einzug in die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz muss die Bundespartei ein Weckruf sein. Auch in Berlin muss die Frage gestellt werden, welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Dies entlastet aber unseren Landesverband nicht, selbst eine tiefgründige Analyse vorzunehmen und Schlussfolgerungen aus der eigenen Wahl zu ziehen. Dabei darf es kein Tabu geben. Es muss über alle Inhalte, alle Strukturen und Personen gesprochen werden. Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern war in diesem Wahlkampf mit schwierigen Ausgangsbedingungen konfrontiert. Einerseits gab es eine hohe Zufriedenheit mit den persönlichen wirtschaftlichen Lebensumständen. Die eigene Situation der Wählerinnen und Wähler wird oftmals positiv eingeschätzt. CDU und SPD haben diese Stimmung verstärkt, indem sie die Probleme und Herausforderungen des Landes nicht thematisierten. Damit verbinden weite Teile der Bevölkerung die Hoffnung, dass die krassesten Auswirkungen des Kürzens und des Strukturabbaus vorbei sind und das Land sich nunmehr in einer Konsolidierungsphase befindet. Das macht es schwer für uns, einen politischen Wechsel zu erklären. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass die Wahrnehmung diffuser Zukunftsängste spürbar zugenommen hat. Dies ist nicht erst mit der gestiegenen Zuwanderung zu beobachten, der verstärkte Zuzug von Migrantinnen und Migranten wirkt jedoch als Katalysator. An den Zugewanderten können die eigenen Zukunftsängste festgemacht werden. Ein Großteil der Menschen ist beunruhigt, eine Mehrheit schaut eher mit Angst als mit Zuversicht in die Zukunft. In den letzten beiden Jahren nahm die gefühlte allgemeine Unsicherheit deutlich zu. Nur knapp die Hälfte der Ostdeutschen glaubt, dass sie im Alter einen sozialen Abstieg vermeiden können. Insbesondere die mittlere Generation rechnet fest mit wirtschaftlich schlechteren Zeiten. In diesem Umfeld wundert es also nicht, dass die Menschen dazu neigen, am Bestehenden festzuhalten. Verlustängste verschließen die Menschen und machen sie auch für unsere Politik weniger empfänglich. Der Protest der jahrelangen Oppositionsarbeit der Linken wurde im Moment der Wahl von der AfD aufgesaugt. Bei allen Landtagswahlen in 2016 war der gleiche Trend erkennbar. Während alle Parteien nach und nach in den Umfragen sanken, wurden die Ministerpräsidenten als Symbole der Stabilität gestärkt. In der heißen Phase des Wahlkampfs legte auch bei uns die SPD wieder zu und konnte mobilisieren, Linke und Grüne leider nicht. Erwin Sellering wurde als Galionsfigur vorangestellt. Er hat einen hohen Bekanntheitswert und die Beliebtheitswerte sind im Vergleich zu Lorenz Café und auch zu Helmut Holter deutlich höher. Auch die linken Anhänger und selbst ein Drittel der AfD-Anhänger würden Sellering laut Umfragen direkt wählen. Liebe Genossinnen und Genossen, Wahlen erfolgreich zu bestehen, wird für die Linke seit einigen Jahren auch aus demografischen Gründen immer schwieriger. Wir verlieren mehr als jede andere Partei Stimmen aufgrund des Generationswechsels.
Das Wahlergebnis zeigt, wir haben überproportional viele Wählerinnen und Wähler in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. Die Wählerinnen und Wähler im erwerbsfähigen Alter votieren für uns hingegen unterdurchschnittlich. Erst in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen erzielen wir eine ähnlich hohe Zustimmung wie bei den Älteren. Und das gibt Hoffnung, liebe Genossinnen und Genossen. Dies zeigt aber auch, dass das demografische Tal noch nicht durchschritten ist und auf absehbare Zeit auch nicht durchschritten sein wird. Auch verändert sich zunehmend die Zusammensetzung der Bevölkerung. Es nimmt der Anteil gut situierter Akademikerinnen und Akademiker im Rentenalter an der Wahlbevölkerung ab. Diese wählen uns traditionell und überdurchschnittlich. Stattdessen steigt der Anteil der Arbeitslosen und derer mit einfachen Bildungsabschlüssen. Dieses Milieu erreichen wir nicht in gleichem Maße, um die Verluste auszugleichen. Sie wollen einfache Antworten, die wir nicht hatten. Unsere Wahlstrategie und unser Programm zur Landtagswahl waren darauf ausgerichtet, vor allem jenen Menschen Perspektiven zu eröffnen, die vom steigenden gesamtgesellschaftlichen Reichtum abgekoppelt sind. Gerade bei Wählerinnen und Wählern mit niedriger Bildung sowie Arbeitern hat die Linke jedoch die größten Verluste eingefahren. Es ist uns nicht gelungen, Ihnen unsere Vorstellungen einer besseren Gesellschaft zu vermitteln und realistische Durchsetzungsoptionen aufzuzeigen. Ebenso ist es uns nicht gelungen, die Menschen für unser Programm, für unsere Zukunftsvision zu öffnen und deutlich zu machen, dass sich mit einer Wahlentscheidung für die Linke ihre Lebensumstände tatsächlich und konkret verbessern würden. Die ungewissen Zukunftsängste der Bürgerinnen und Bürger spielen der AfD in die Hände, indem sie diese Ängste populistisch aufgebauscht hat. Die Linke wird als Teil des etablierten Parteiensystems wahrgenommen und ist in der Situation nicht in der Lage, diese Stimmen auf sich zu vereinen. Andererseits konnten wir als Partei in der Opposition auch nicht von der gestiegenen Zufriedenheit mit der persönlichen wirtschaftlichen Situation Einzelner profitieren. Wir werden eben nicht als Regierungsoption wahrgenommen. In dieser Situation konnten wir unseren Stimmenanteil weder in die eine noch in die andere Richtung ausbauen. Damit haben wir den Status als Protestpartei verloren an die AfD. Daraus schlussfolgernd müssen wir unsere Rolle, unsere Aufgaben in dieser Gesellschaft neu definieren. Liebe Genossinnen und Genossen, die Leistungsfähigkeit unserer Parteibasis hat ebenfalls weiter abgenommen. Insbesondere in den ländlichen Räumen wird unsere Partei kaum wahrgenommen. Die Herausforderung für kommende Wahlkämpfe wird größer und absehbar nicht mehr in Art und Umfang wie bisher zu leisten sein. Allerdings wurden in der Wahlkampagne die bestehenden Potenziale auch nicht vollständig ausgenutzt, liebe Genossinnen und Genossen. Unterstützungsangebote aus personell besser ausgestatteten Kreisverbänden wurden teilweise gar nicht wahrgenommen. Die geschlossene Wahlkampfunterstützung von Mitgliedern der Kreistagsfraktionen war auch nicht überall der Fall. Führende Genossinnen und Genossen mit bekannten Gesichtern haben zum Teil am Wahlkampf nicht teilgenommen. Insofern ist es zwar richtig, angesichts der älter werdenden Partei eine geringer werdende Mobilisierungsfähigkeit festzustellen, es ist aber auch wahr, dass nicht alle zur Verfügung stehenden Kräfte mitgemacht haben. Obwohl hoffnungsvolle Signale nach einem Neuanfang für das Land vernehmbar waren, konnte die AfD mit ihrem Wahlergebnis die große Unzufriedenheit breiter Bevölkerungsschichten im Land abbilden. Sie wird auch als größte Oppositionsfraktion nicht in der Lage sein und nicht willens sein, die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner, die sie gewählt haben, wirklich wahrzunehmen. Die bisherigen Erfahrungen aus anderen Landtagen zeigen, dass diese Fraktionen in der Regel zerrissen sind und Personalquerelen den politischen Alltag bestimmen. Ihr Landeswahlprogramm zeigt ganz klar, dass ihre Politikvorstellungen für uns asozial sind. Die AfD propagiert eine Politik der sozialen Auslese. Die Wertvorstellungen der AfD orientieren sich an einem verklärten Bild der Vergangenheit. Nicht zuletzt bleibt die AfD eine ausländerfeindliche Partei, indem sie die faktische Abschaffung des Rechts auf Asyl fordert. Vor diesem Hintergrund bleibt es die Aufgabe der Linken, all jene zu vertreten, die in ihrem Alltag von Ungleichheit betroffen sind. Arbeitslose, prekär Beschäftigte, Menschen mit Migrationshintergrund, in Altersarmut lebende, Familien mit Kindern sowie sozial und gesellschaftlich schlechter gestellte Frauen werden weiterhin von uns eine Stimme bekommen. Tun wir dies nicht, bleiben diese Menschen ungehört. Gleichzeitig ist uns ein wichtiges Anliegen, die Belange junger Generationen zu berücksichtigen. Jetzt müssen die politischen Entscheidungen getroffen werden, die darüber entscheiden, ob das Leben und das Arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern wirklich eine Zukunft haben. Liebe Genossinnen und Genossen, die Erfahrungen zeigen, dass Koalitionen links von der Mitte vorbereitet werden müssen. Sie brauchen einen gesellschaftlichen Widerhall.
Dies ist auch für den Stellenwert der Linken in einer Koalition von Belang, weil sie nur dann in der Lage ist, selbstbewusst unsere Position in der Regierung durchzusetzen. Die erste Periode rot-roter Regierung in Ostdeutschland zeigt, die Linke ist schlecht beraten, wenn sie durch Gnade der SPD am Kabinettstisch sitzen darf. Vielmehr geht es darum, Regierungspolitik glaubhaft und für die Wählerinnen und Wähler nachvollziehbar nach links zu verschieben. Koalitionen mit der Linken finden auf Augenhöhe statt oder gar nicht. Um diesen Anspruch durchzusetzen, braucht die Linke einen größeren gesellschaftlichen Rückhalt. Diese parteipolitische Herausforderung ist, glaube ich, die größte, vor der wir jemals gestanden haben. Die Bedingungen, sie zu bewältigen, sind auch nicht einfacher geworden. Dies hat mit der geringer werdenden Organisationsfähigkeit unserer Partei zu tun. Nun werden 3 Mandate in der Landtagsfraktion fehlen. Das betrifft vor allem die Fachpolitik, Mandatsträger, die mit ihrem Fachwissen auch das Bild unserer Partei geprägt haben. Gleichzeitig fehlen die personellen und finanziellen Ressourcen, die mit einem gewonnenen Landtagsmandat verbunden sind. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir die kommenden Jahre nutzen wollen, um uns eine gute Ausgangsposition für künftige Wahlen zu bringen, schaffen wir das nur, wenn wir jetzt alle Strukturen, Inhalte und Personen auf den Prüfstand stellen. Die Lage, in der sich die Partei befindet, ist ernst, aber noch nicht existenzbedrohend, wie uns ein Mitglied unserer Partei medial mitzuteilen hatte. Aber diesen Ernst der Lage müssen wir uns bewusst machen, um aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Diesen eigenen Veränderungswillen müssen wir aber alle selbst verinnerlichen. Alle müssen mitmachen. Ein weiteres So kann es für uns jedenfalls nicht geben. Dazu müssen wir unsere Position im strategischen Dreieck aus Protest, Gestaltung und über den Kapitalismus hinausweisende Alternativen neu bestimmen. Denn die Polarisierung in der Gesellschaft ist mit den neuesten Wahlergebnissen noch nicht abgeschlossen. Wer glaubt, dass das jetzt die Spitze des Eisbergs war, der irrt gewaltig. Die nächsten Landtagswahlen und die Bundestagswahlen im nächsten Jahr werden das zeigen. Das gesamte politische System wird sich weiter verändern. Das zeigen auch die Entwicklungen in anderen europäischen Staaten und auch die USA. Ideologische Parolen, sogenannte deutsche Wertvorstellungen, eine politische Führung mit hartem Kurs steht unserer Vorstellung einer bürgerdemokratischen Gesellschaft entgegen. Wir müssen klare Haltung zeigen, dürfen nicht wackeln, wie zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage, an der andere Parteien schon gescheitert sind. Unsere Kernkompetenzen zum Thema Frieden, Abrüstung, Waffenexportverbot, lebenslange Bildung für alle und natürlich unsere sozialen Themen müssen in klaren Kommunikationsstrategien eingebettet und über die politische Bildung in der Partei gefestigt werden. Die Linke wird nur erfolgreich sein, wenn sie sich die ihr bietenden Möglichkeiten nutzt, positive Veränderungen auch durchzusetzen und wenn wir alle an unserer eigenen politischen Fitness arbeiten. Dazu werden wir in der Landesgeschäftsstelle die gesamte Koordination dieser Aufgabe neu ansiedeln. So wollen wir den Sachverstand aus der Partei, der Fraktion, aus fachlichen Institutionen und aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Kommunalpolitischen Forum für uns alle nutzbar machen. Autarke Parallelstrukturen können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Liebe Genossinnen und Genossen, gleichzeitig ist es notwendig, den gesellschaftlichen Druck für Veränderung durch eine Unterstützung des Protests zu verstärken. Die in den Regionen agierenden Bürgerinitiativen, auch die nicht durch unsere Genossinnen und Genossen initiiert wurden, sind eine gute Möglichkeit, unsere Kompetenzen und Ressourcen in diesen Protest einzubringen. Wir müssen wieder stärker darauf achten, was um uns herum alles nicht in Ordnung ist, wo sich Bürgerprotest regt und wir helfen können, diesen Protest laut und wirkungsvoll zu machen. Da gibt es viel zu tun. In der Vergangenheit litt unsere eigene Kampagnenfähigkeit nicht nur daran, dass unsere Mitgliedschaft altert. Nein, wir haben uns zu wenig auf mögliche Kampagnen in unserer politischen Arbeit konzentriert. Kampagnen und Protest mit Wahlkampf zu verbinden, das ist das, was wir versuchen müssen. Schließlich sind wir irgendwie immer im Wahlkampf. Unser Spruch, eine Partei für den Alltag und nicht nur für den Wahltag, der muss für uns wieder gelten. An dieser Stelle ist aber auch zu sagen, dass wir hier in diesem Bereich schon einiges gemacht haben und ordentlich zugelegt haben. Ich erinnere an die vielen Unterschriftensammlungen in den letzten Jahren, die wir mitbegleitet oder initiiert haben. Wir sollten uns auch neue Formate überlegen, zum Beispiel unsere politische Ansprache in öffentlichen Veranstaltungsangeboten zu verbinden, an denen die Bürgerinnen und Bürger niederschwellig angesprochen werden. Einen solchen Versuch haben Thorsten Koplin und ich gemeinsam mit den Neustrelitzer Genossinnen und Genossen vor einigen Jahren gemacht,
als wir einen Film gezeigt haben, wie die Reichen immer reicher werden und wie die Banken ihnen dabei helfen und wie dabei auch Staatsverschuldung und Staatsbankrotte zustande kommen. Mit einem übervollen Saal haben wir dann hinterher nicht mit Genossinnen und Genossen, sondern mit Bürgerinnen und Bürgern darüber diskutiert. Ich glaube, das war ein Beispiel, worüber wir nachdenken müssen, auch in Zukunft vom Format her ähnlich und in der Fläche anzubieten. Wenn wir also nicht mehr überall in der Fläche durch Mitglieder unserer Partei ansprechbar sind, dann sollten wir alle auch über diese Möglichkeiten intensiver nachdenken. Liebe Genossinnen und Genossen, schließlich ist es an uns, einen Sozialismusbegriff zu definieren, der auch im 21. Jahrhundert wieder Strahlkraft entfalten kann. Deshalb schlägt der Landesvorstand in seinem euch vorliegenden Antrag vor, gemeinsam darüber zu diskutieren und die Partei dahin zu entwickeln, welches eine klare Auskunft darüber gibt, welchen Mehrwert die Linke für die Einwohnerinnen und Einwohner in unserem Land haben kann. Die Wählerinnen und Wähler wollen nicht unsere Partei verstehen, sondern sie wollen, dass wir sie verstehen. Deshalb wollen wir auf ihre Zukunftsängste eingehen und die Voraussetzungen dafür ermitteln, damit diese Menschen gemeinsam mit uns wieder mehr Zuversicht in die Zukunft schauen können. Wir wollen Alternativen zur Regierungspolitik entwickeln. Der inhaltliche Leitfaden bleibt für uns dabei aber unser Wahlprogramm und die daraus abgeleiteten Zukunftsprojekte. Ich glaube, wir müssen in dieser Beziehung nichts Neues erfinden, sondern wir müssen das, was wir alle gemeinsam in großer Mehrheit beschlossen haben, dann jetzt auch in aktive Politik zum Anfassen umzusetzen. Die Alternativen sollen in enger Abstimmung mit Partnern entstehen. Diese sind gesellschaftliche Initiativen, Interessenvereinigungen, Bürgerinitiativen, Akteure vor Ort, die für die Zukunftsperspektiven und einen demokratischen sozialen Ausgleich in der Gesellschaft eintreten. Dazu wollen wir Sachverständige aus der Gesellschaft zur Beratung hinzuziehen. Wir wollen mit Bürgeranträgen engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit geben, über unsere Landtagsfraktion parlamentarisches Gehör zu finden. Diese Vernetzung mit demokratischen, antifaschistischen und sozialen Gruppen und Verbänden, die uns programmatisch sehr nahestehen, ist eine gute Grundlage für den weiteren Ausbau der Akzeptanz unserer politischen Ziele in der Gesellschaft. Dazu gibt es bereits viele gute Strukturen im Land, mit denen wir gemeinsam an einzelnen politischen Themen arbeiten können. Sie sind die Multiplikatoren in der Gesellschaft, die wir keinesfalls unterschätzen dürfen. Ein weiterer Ansatz für unseren gemeinsamen Erfolg ist die Intensivierung der Zusammenarbeit von Partei und Landtagsfraktionen. Da haben wir in den vergangenen Monaten bei der Erarbeitung des Wahlprogramms schon richtig Fortschritte erreicht. Aber auch hier gibt es Reserven und Potenziale, die wir noch besser nutzen müssen. Wenn eine kleinere Fraktion in der Opposition nun in doppelter Opposition zum einen gegen die alte, neue, große Koalition und zum anderen in Auseinandersetzung mit der größeren Oppositionsfraktion der AfD steht und wirklich bestehen will, dann ist sie auf die ganze Partei und ihre Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig ist die Fraktion mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber auch ein Leistungszentrum, das für die Partei noch besser nutzbar gemacht werden muss. Die gute Arbeit der Fraktion ist in der Vergangenheit weder in der Öffentlichkeit noch in der Partei ausreichend bekannt geworden. Das hat auch unsere interne Wahlkampfauswertung aus den Kreisen so eindeutig festgestellt. Auf die Medienberichterstattung allein können wir uns da leider in diesem Fall nicht verlassen. Deshalb werde ich auch in den nächsten Tagen mit dem dann neu gewählten Fraktionsvorstand Gespräche aufnehmen, um diese gemeinsamen Verbesserungen zu besprechen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen uns für eine Debatte in der Bundespartei einsetzen, mit dem Ziel, Konzepte und Ansprachen zu entwickeln, die auf die Veränderung unserer Wählerbasis reagieren. Wir riskieren nicht nur künftige Wahlerfolge, sondern die Zukunft unserer Partei, wenn wir diese Aufgabe nicht meistern. Wir wollen an unserer überdurchschnittlichen Zustimmung bei den Jung- und Erstwählerinnen anknüpfen. Unser Ziel ist es, verstärkt junge Wählerinnen und Wähler zu gewinnen und sie langfristig an unsere Partei zu binden. Dazu benötigen wir konzeptionelle, mit Maßnahmen untersetzte Überlegungen. Ein Arbeitskreis aus jungen Mitgliedern unserer Partei, der Landtagsfraktion, dem Studierendenverband und dem Jugendverband soll hier Vorschläge erarbeiten. Mit dem Jugendcamp im April diesen Jahres haben wir bei der Erarbeitung unseres Wahlprogramms in dieser Beziehung bereits beste Erfahrungen gemacht. Daran sollten wir anknüpfen. Wir wollen organisationspolitische Schlussfolgerungen ziehen. Neue Mitglieder sollen an die Partei besser angebunden sein. Seit dem 4. September haben wir bereits 14 neue Mitglieder gewonnen. Ich finde, das ist hoffnungsvoll und wenn man das auf einen Monat umrechnet, sind es 30. Und wenn wir dann mal 12 Monate rechnen, ist das eine akzeptable Zahl, die wir gebrauchen können, um auch die personelle Erneuerung unserer Partei zu organisieren. Dazu ist aber für die gemeinsame Arbeit an konkreten Projekten vor Ort eine effektive Reform
um Engagement der neuen Mitglieder zu verbinden und die Sichtbarkeit in der Fläche zu vergrößern. Und liebe Genossinnen und Genossen, das sollte und das darf auch durchaus Spaß machen für diejenigen, die diese Arbeit leisten. Künftige Wahlerfolge haben auch eine Effektivierung der Parteiarbeit zur Voraussetzung. Dazu gehören offene Büros, die Mitgliedschaft und die Sympathisierende gleichermaßen erreichen und der Jugendverbandsarbeit Raum geben. Gleichzeitig sollen diese auch soziale Orte sein, in denen wir logistische Hilfe für Stadtteilarbeit, antirassistisches Engagement oder Soziokultur anbieten können und wollen. Mehr Verbindung und Verbindlichkeit und Langfristigkeit und eine zentrale Koordinierung werden in Zukunft wichtig sein. Regionale Schwächen in der Organisation sollen durch eine landesweite Unterstützung untersetzt werden. Überprüfen wir also ganz genau, ob unsere Parteibüros in der Fläche diesen Anforderungen heute noch reichen und gewachsen sind. Mit der neuen Einteilung der Wahlkreise für die Abgeordneten des Landtags und deren Wahlkreismitarbeiter besteht jetzt die Möglichkeit, notwendige Veränderungen vorzunehmen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen auch in unserer Öffentlichkeitsarbeit neu anfangen. Die politische Kommunikation ist zu verändern, wir sollten klarer und frecher auftreten. Dazu gehört die Suche nach neuen Formen, Methoden, Medien und auch Sprache. Schauen wir doch alle nochmal in unser beschlossenes Kommunikationskonzept. Von diesen Vorschlägen haben wir auch noch nicht alles ausprobiert und umgesetzt. Wir wollen Überlegungen zu neuen Veranstaltungs- und Gesprächsformaten anstellen, unser Erscheinungsbild in den sozialen Netzwerken sowie die Online-Präsenz im Allgemeinen zukunftstauglich machen. Aber auch unsere klassische Pressearbeit, die ist mit dem Ziel zu evaluieren, ob unsere Ressourcen tatsächlich effizient eingesetzt werden. Dafür werden wir uns auch unabhängige Beurteilungen von außen sichern. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn all das von mir Vorangesagte und wenn all das auch, was schriftlich uns an Wahlauswertung erreicht hat, aus den Kreisen gelingen soll, dann müssen wir unsere Potenziale zusammentun. Die Verknüpfung der hauptamtlichen Strukturen der Partei, die Landtagsfraktionen in ihrer Gesamtheit, die Kreistagsfraktionen, das Kommunalpolitische Forum, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber vor allem die Vorstände auf Landes- und Kreisebene müssen sich an einem möglichen Neustart beteiligen. Das haben wir in den vergangenen Jahren, da haben wir einiges versucht. Leider ist uns durchgängig nicht alles so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Über gute Ansätze sind wir manchmal nicht hinausgekommen. Nur so aber können wir gewährleisten, dass die Kommunikation untereinander besser gelingt, dass wir voneinander wissen und uns gegenseitig unterstützen können. Nochmal, Parallelstrukturen können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Andere Parteien haben noch weniger Mitglieder als wir und erreichen trotzdem bessere Wahlergebnisse. Das kann also nicht allein an der Zahl unserer Mitglieder liegen. Wir haben uns in den vergangenen Jahren mit der Erneuerung unserer Kreisstruktur viel zu lange mit uns selbst beschäftigt. Wir haben sehr viel Kraft gebunden in den innerparteilichen Richtungsstreitereien, die wir in den Zeiten des Wahlkampfs jedoch ausblenden konnten. Die jetzige Wahlauswertung zeigt, dass wir mit der Erneuerung der Partei zwar begonnen haben, der Erfolg sich aber durch das eingefahrene Wahlergebnis noch nicht eingestellt hat. Dass sowohl äußere, aber auch hausgemachte Faktoren uns an den selbstgesteckten Zielmarken scheitern ließen. Liebe Genossinnen und Genossen, um die Erneuerung der Partei kommen wir nicht umhin. Auch nicht um die personelle Erneuerung. Einige unserer hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in den nächsten Wochen und Monaten in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Einige unserer Kreisvorsitzenden und Kreisvorstandsmitglieder sind seit Jahrzehnten im Amt. Auch in den kommunalen Vertretungen haben wir Abgeordnete, die schon seit 1990 dabei sind. Gleiches gilt auch für den Landesvorstand. Nicht, dass ich falsch verstanden werde, liebe Genossinnen und Genossen. Sie alle haben sehr viel für den bisherigen Erfolg unserer Partei geleistet. Aber langsam wird es für uns alle Zeit, unsere eigene Nachfolge ins Auge zu fassen, wenn wir wollen, dass unsere Partei auch nach uns noch existiert und weiterarbeiten kann. Wir haben nicht nur die Verantwortung für unsere eigene Arbeit, sondern auch dafür, dass unser gemeinsames Werk weiter fortbestehen kann. Deshalb gehört es auch zu den Aufgaben in absehbarer Zeit, den Staffelstab zu übergeben, damit die nächste Generation schon mal in die Startlöcher kommt und sich fit machen kann für die nächsten Herausforderungen der Partei. Diesen personellen Erneuerungsprozess haben wir im Landesvorstand und auch in der neuen Fraktion bereits vollzogen. Jetzt müssen wir das auch in der Partei angehen. Bei der Besetzung der hauptamtlichen Mitarbeiterstellen wird uns das in den nächsten 2-3 Jahren auch durchgehend gelingen. Wir haben jetzt bei den Wahlen so viele junge, talentierte, kluge und engagierte Direktkandidatinnen und Direktkandidaten erlebt.
Wir sollten Sie nun nicht einfach nach Hause gehen lassen, sondern Sie direkt ansprechen, zu den nächsten Wahlen der Kreisvorstände anzutreten, weiter mitzumachen und sich gegebenenfalls auch für kommende Wahlen als Kandidaten wieder zu bewerben. Neue Wählerschichten werden wir nur ansprechen, wenn wir unsere jungen, eigenen Potenziale an der Spitze unserer Partei lassen. Und weil es für mich als Landesvorsitzende auch gelten muss, will ich hier und heute ansagen, liebe Genossinnen und Genossen, dass ich für die nächste Vorstandswahl im Jahre 2017 im Herbst als Landesvorsitzende nicht mehr antreten werde. Seit meinem 18. Lebensjahr bin ich Mitglied dieser unserer Partei. Ich habe in dieser Zeit immer in verschiedensten Funktionen Verantwortung übernommen. Diese Partei war immer meine politische Heimat und ist es bis heute und wird es bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Aber auch meine Zeit ist gekommen. Und deshalb will ich gemeinsam mit euch dieses Jahr nutzen, um den Vorsitz in neue Hände zu geben, den Staffelstab also übergeben. Und damit ich das tun kann, obwohl ich jetzt angekündigt habe, dass ich im nächsten Jahr nicht mehr antreten werde, brauche ich trotzdem heute ein Signal von euch. Ich als Vorsitzende dieser Partei trage die Hauptverantwortung für dieses Wahlergebnis, das uns alle so sehr schmerzt. Ich glaube, dass ich dieses Jahr nur gestalten kann mit euch gemeinsam, wenn ihr heute mir dieses Signal gebt. Deshalb möchte ich heute die Vertrauensfrage stellen, ob ihr euch vorstellen könnt, mit mir gemeinsam dieses Jahr diese Bundestagswahlen vorzubereiten, so dass auch wir wieder sehbar in der Fläche erscheinen. Ich möchte das, was ich angezeigt habe an kritischen Veränderungsmaßnahmen, die wir vollziehen müssen, gemeinsam mit euch auf den Weg bringen. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ich das tun soll, dann müsst ihr mich an der Stelle heute unterstützen oder eben auch nicht. Deshalb bitte ich jetzt dieses Präsidium, die Vertrauensfrage für mich zu stellen. Liebe Genossinnen und Genossen, Mecklenburg-Vorpommern braucht eine starke Linke. Machen wir gemeinsam etwas daraus und fangen wir neu an. Dankeschön.